So, moin moin und willkommen zurück zu American Fugitive. Wir spielen immer noch hier, wie man unten links sehen kann, läuft die Zeit ziemlich schnell. Es ist abends, morgens, es ist morgens. Und wir müssen jetzt das erste Mal ein paar Kontaktpersonen finden. Das machen wir. So, das Ganze ist wirklich so ein bisschen wie GTA. Macht auch Spaß. Hat ein paar Ruckler. Grafisch finde ich mehr als okay. Also von daher, muss man hier hin machen. Wir wollen Zeitfahren beginnen. Dreh mit diesem Revell eine Runde. Passe in den Kurven und achte auf den Zug. Was ausprobieren? Unter 58 Sekunden und dann würden wir 500 Tacken bekommen. Also ich muss mich mit dem Auto eher daran gewöhnen. Office. Das ist doch geil. Das ist echt nicht leicht. Bitte aufpassen, noch nicht zu schnell, weil jetzt fängt es an zu ruckeln. Das ist wirklich ärgerlich. Das Ruckeln ist wirklich sehr ärgerlich. Das müsste ein bisschen cooler sein. Oh. Oh Mist. Komm schon. Oh, die Zeit läuft doch. Okay, Gold kriegen wir definitiv nicht. Da bin ich zu langsam. Silberwert bezweifle ich auch irgendwie. Obwohl, Silber noch geworden. Immerhin 250 Tacken. Okay. Gut, aber wir können uns jetzt ja auf jeden Fall mit dem Wagen erstmal zur nächsten Besuchkontakt oder so eine Mission zu. Wer ist er denn? Schnell einschalten. Stopp. So, wir sollten jetzt mal Kontaktpersonen finden. Da unten sehen wir schon, wir können die eiern. Auch gleich um die Ecke. Was ist mit dem Wagen hier? Laufen schnell. Warum hier waren mal Klamotten? Irgendwie habe ich meine ganzen Klamotten verloren. Abgeben. Müssen gleich mal suchen. Vielleicht können wir auch irgendwo was kaufen. Wir müssen ja auch ein bisschen Kohle haben wir schon gesammelt. Weil halbnackte Personen sind nicht so gut. Kein Mensch mag halbnackte Personen, die irgendwo rumlaufen. So, gehen wir hier mal rein. Onkel, der wird mir doch irgendwas erzählen können. So. Also noch ein kleiner Gefallen. Es gibt da Beweise, die vernichtet werden müssen. Zufällig ein weiteres Fahrzeug. Wofür wurde es verwendet? Mein Cousin und ich haben es vor ein paar Wochen benutzt, um McCoys ins auszuwischen. Hätte nicht gedacht, dass sie das Auto gesehen haben. Aber jetzt habe ich gehört, dass sie es suchen. Es muss also verschwinden. Finde das Fahrzeug, bring es zu einem Schrottplatz und mach es platt. Ich sag's ja, diese Presse zu benutzen macht einen riesen Spaß. Machen wir. So, wir holen den Wagen und dann nehmen wir einfach diese Karre hier. Zu bescheuert. Warte mal. So, fahren wir mal dahin. Es ruckelt echt ganz schön. Ist schade. Also ich hoffe, das wird echt mal nachgepatcht. Das wäre super. Wollen Sie, also ganz ehrlich. Boah, bin hier fest. Die sollen noch ein paar, da sollen die auch lieber ein paar Details weniger machen. Dafür ruckelt es nicht mehr ganz so. Das muss schon reichen. Also. Einfach damit es Spaß macht auch, ne? So. Nicht mehr weit, bin gleich da. Wo die Karre ist. Musik. Habe ich jetzt mal leiser gemacht. Ich glaube, das merkt ihr. Die war wirklich sehr laut, das kann ich auch noch mal setzen. Das ist das Karre, okay, bleib stehen. Wir dürfen natürlich nicht von Polizisten erwischt werden. Das ist
viel Schrottpresse ist, ne? Presse das Tatauto. Hast du so eine Karre, die so ein bisschen... Kann auch nicht auffallen. Alter, das ist echt unanständig, wie das ruckelt. Da müssen wir hier was machen. Ups. Ups. Okay, die Mission müssen wir nochmal neu machen. War nicht so clever. Scheiße, mein Auto ist ein ganzes Auto gar nicht da, das ich nehmen kann. Also ich muss mal Klamotten gleich mal irgendwie besorgen. Ja, finde das Tatauto. Mag die Musik im Spiel. Ach Quatsch. Die halten nicht mal an, die Spackens. Fahr einfach über. Geil. Da schießt gleich mal. Der ballert den Wagen in die Luft gleich. Polizisten, wie sie es mal bringen wollen hier rein. Wir müssen kommen. Okay. Nehmen wir auch ein paar Klamotten. Wir können uns hier ein bisschen was hauen. Das ist doch gut. Das sind einfach mal richtig schöne Klamotten. Oh, ich finde blau schöner. Nein. Gut besser. So. Das ist doch schon schöner. Gucken wir nochmal. Oh,
Was eine Option irgendwo einstellen, dass man vielleicht was machen kann? War nicht, ja? Das stört mich schon, dieses Ruckeln. Das macht keinen Spaß. Also ich finde sowas immer nervig, wenn... Dann ist die Anpassung ja nicht okay, ne? Also man weckt selber diese Frame-Drops, die man hier hat. Das ist ja schon sehr nervig. Auto können wir auch laufen. Oh, fahren wir schon mit. Das ist ganz geil mit den Zügen gemacht. Das ist wirklich eine lustige Idee. Zur Schrottpresse damit. Alter, so. Oh Mann, ey, das ist ja echt mal nervig. Ich hoffe, da kommt wirklich ein Update. Kotzig beim Spiel. Also, ich glaube, ich würde. Das ist jetzt die letzte Folge, die ich mache, bis das nächste Update kommt. Und dann werden wir. Aber wir machen diese Folge noch zu Ende. Und dann warten wir. Da kommt garantiert ein Update. Also, die Leute, werden sich Leute ja beschwert haben schon. Ich würde sagen, das warten wir ab, das Update. Denn das könnte uns helfen. So macht es auch nicht. Es macht ja nicht wirklich Spaß. Kurz sagen. Das ist die Schrottpresse. Okay, warte. Drehen, Magnet bewegen. So. Ist Beweismittel. Yes. Geschafft. Zeit drin hier. Das ist das gleiche. Gehen wir mal hin. Ich habe noch keine Spur an dem Buzzard gefunden. Ich gehe richtig packen. Du willst mich nur meine Kraft ausnutzen. Achso, das hatten wir schon. Das ist die Mission, die wir hatten. Gut, dann gehen wir zurück. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß, ich soll mich nicht daran aufgeilen, dass das Spiel so ruckelt. Aber das macht wirklich keinen Spaß. Gerade wenn man es darum geht, schnelle Flitzer zu fahren und dann vielleicht auch irgendwann zu entkommen. Wenn es so ruckelt, dann wird die Steuerung leicht träge und das macht keinen Spaß einfach. Das ist einfach so. Also es ärgert mich schon. Ab und zu sollte man sich vielleicht doch mal Tests vorher angucken, wo man sich im Spiel besorgt. Habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Aber ich finde es schon ein bisschen anstrengend. So. Die McCoys scheinen die Autos echt zu lieben. Tu mir einen Gefallen, zerstör eins von ihnen. Erinnerst du dich überhaupt daran, dass wie diese Feindschaft begonnen hat? Eigentlich hätten wir Besseres zu tun. Muss ich dich daran erinnern, dass dich eines dieser Arschlinge ins Krankenhaus gebracht hat?
Finde das Auto, das Lieblingsspielzeug von Paddy McCoy. Dräng es von der Straße ab. Okay. Du wirst die Altmann direkt nehmen. Viele Gegenstände können als Nahkampfwaffe werden, obwohl du dich auch einfach auf deine Fäuste lassen kannst. Anwerfen zielen. Die Niagara-Mannschaft hat jede Menge Waffen im Umlauf. Du kannst sie kaufen oder stehlen. Die Waffe erstmal weg. In den Wagen hier. Seht ihr das Geruckel hier? Das ist doch echt nicht, macht doch keinen Spaß. Oh. Waffe hier nicht rausschießen, ne? Komm schon, wir sind jetzt unten rum schon. Ich kann ihn leider nicht. Abgeschlossen. Geil. Total Schaden. Das wird dem McCoy eine Lehre sein, sich mit uns anzulegen. Ich trotzdem weg, weil die Bullen da sind. Oh. Okay, wir müssen uns nicht so Gedanken machen. Alles ist in die Luft geflogen gerade. Ja, hier durch die Handfälle. Das war ein guter Anfang. Wir müssen ihn schon bald für einen weiteren Schlag versetzen. Gut, gut. Das hat der McCoy mal gezeigt. Zack. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das lassen wir erstmal für heute sein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich das weiterspielen soll oder nicht. Ich habe wirklich Lust drauf, aber dieses Geruckle und so, vielleicht ist es für euch auch ein bisschen unschön zuzugucken. Deswegen sagt mir Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.